Hey du, vorne weg, ich werde nicht anfangen zu pfeifen, keine Sorge. ja, ich habe in der letzten Folge kam ich an dieser Stelle nicht weiter. Mal gucken, ob ich es in dieser Folge schaffen werde. Ich würde sagen, bleib einfach dran und wir sehen uns gleich wieder. Ich werde einfach nicht so kopflos durch die Gegend rennen, sondern mir mal das mal alles in Ruhe anschauen und dann gucken wir mal, dass wir hier weiterkommen an dieser Stelle. So. Hört sich ja voll lustig an, dann würde sie da richtig Party machen da drin. Hört ihr das? Die hat richtig Spaß hier, obwohl sie eigentlich gar nichts sieht. Und dann brüllt sie ein verdammt nochmal nieder. Was haben wir hier? Nee, reagiert nicht. Dann wird sie ihre Sachen kaputt machen. Okay, sehr gut. Warte mal, wir gehen nochmal auf den Balkon, vielleicht sehen wir auf dem Balkon was. Ach. Ernsthaft? Den habe ich letztes Mal nicht entdeckt. Super, dann mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Warte mal, wenn wir jetzt den Fernseher drüben ausschalten, dann locken wir sie quasi darüber rein. Wir können uns hier, glaube ich, drin verstecken. Mal gucken, ob sie dann zu dem Fernseher rennt. Ich bin ja... Boah. Hä? Und wie ein Zombie steht sie vor der Glotze. Das ist ja lustig. Jetzt können wir uns durch den Television, sage ich schon, der heißt ja eigentlich auch so. Wir sind TV-Porten und wir sind da weg von ihr. Haha. Tschüssi, alte Frau. Kann man den ausschalten? Nee, ne? Nö, nee, können wir nicht. Die steht davor und genießt ihr Abendprogramm. Was soll man sie da sieht bei dem Schnee im Fernseher. Hm. Wir sterben doch dann, oder? Müssen wir jetzt rüberspringen und den Fernseher einfach anmachen, oder wie funktioniert das? Okay. Da haben wir den einfach mal jetzt gerade einfach in die Tiefe stürzen lassen. Das ist ja fies. Und einmal rein da. Und Teleportation zum nächsten. Oh, jetzt ist der. Oh. Hoch da, los. Das war jetzt knapp. Aber wirklich, ne? So wie die auf dem Fernseher zurennen, das ist schon ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Ach du Scheiße. Das sind die, die da vorhin runtergesprungen sind. Runtergefallen sind die ganze Zeit. An der einen Stelle, wo ich auch gestorben bin. Ach du Kacke. Die Dächer sind alle voll. Seht ihr das? Oh Mann. Da hinten sieht aus wie das Auge von Sauron, ne? So ein bisschen. Oh. Okay, die Idee war schon mal gut. Ich hoffe, wir kriegen Sixt wieder. Das wäre ganz gut. In den Raum können wir nicht rein. Dann müssen wir uns jetzt über den Fernseher da rein teleportieren. Knapp. Hoch da jetzt. Was ist das, ein Schalter? Upsa. Gut, das war doof von mir. Boah. Alter. Schon den zweiten, den wir auf dem Gewissen haben. Und wieder ausmachen, bevor wir da selber einen Schlag bekommen. Mann, 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 Mann.
Was ich immer nicht so verstehe, ist, warum diese einfach so diese ganzen Monster, die, oder die ganzen Kreaturen, die wir treffen, dass sie so aggressiv sind, ne? Das verstehe ich nicht. Und juhu! Eine Etage höher. Dann andersrum probieren. Juhu! Hat den sogar wehgetan, der Sturz, aber das war keine Absicht. Ich hoffe, wir begegnen jetzt nicht einem von diesen komischen Schreihälsen. Oh. Ah. Zu weit gelaufen. Ich hab's einfach nicht wahrgenommen. Wo sind wir? Ich sehe uns nicht. Oder den verdammten Fernseher ausmachen? Die Frage, ob das was bringt. Die schreit uns doch dann gleich wieder zu Tode. Kommen wir da einfach rüber? Komm, wir machen das. Wir probieren das mal. Oh meine Güte. Ja, das Stück Seife liegt da auch ziemlich gut, ehrlich gesagt. Bin voll daneben gesprungen. Aber jetzt. Okay, dann haben wir es doch. Oh. Dürfen wir jetzt hier durchlaufen, ohne dass wir gleich einen Schlag bekommen? Ne, wir riskieren es lieber nicht. Das ist die Frage, was braucht. Also den Hocker brauchen wir doch jetzt, glaube ich, um. Ja, wir haben eine alte Oma gerade gegrillt, sind wir nicht ein bisschen brutal? Den Hocker brauchen wir jetzt, um diese Tür hier aufzumachen. Mhm. Lass los. Da stehen sehr schön Regen und gucken Fernsehen. Hier brotzelt es ganz laut. Der Brotzler. Wo genau? Da unten. Wir haben einen Einkaufswagen. Keine Reaktion. Und wir sollten mal selber aus dieser Schusslinie rausgehen. Uah, genau das meine ich. Ach, okay. Da war ich wieder auch unachtsam. Der Wagen muss dabei. Wie? Ich muss den normal platzieren. Ach, Spielchen. Mann, Mann, Mann. Oh. Okay. Naja. Der ist ja bestimmt nicht umsonst da, oder? Kannst du den Stuhl nicht? Den Stuhl kannst du auch nicht nehmen, ne? Nee, macht er nicht. Und hier den Eimer hier unten an der Ecke? Nee, ist zu schwer. Kann er auch nicht nehmen.
Und wie sollen wir jetzt da hoch? So quer ranspringen? Klappt das? Nö, keine Reaktion. Aber wir haben diesen blöden Ball. Okay, hier hoch über den Schrank. Warum aber eigentlich? Warum diesen Weg jetzt gehen? Ah, okay, ich verstehe. Na dann. Ich dachte schon, ich bin schon... Ah, halte ich fest. Sehr schön. Das war der Grund, dass wir den Wagen einfach von A nach B schieben können. Und jetzt kommen wir eine Etage höher. Mhm. Wir dürfen hier raus, danke. Ach du grüne Neune, dürfen wir jetzt von den Leuten wegrennen? Kommen wir jetzt hier irgendwo rein? Nee. Den können wir auch nicht aufnehmen. Oh, ein Glück. Und die stehen da. Oha. Oh nein. Oh. Wieso wollen die mich? Was habe ich denn verbrochen? Oha, hoch, 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 renn, bevor die dich totschreien. Oh, ein bisschen Pause haben wir jetzt. Danke, Fernseher. Das ist die Frage nur, wie lange? Wieso? Ihr guckt doch gerade Fernsehen. Nein. Alter, renn, 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 renn. Oh. Alter. Die Zombie-Gehirne oder was war das jetzt hier? Zombie-Fernsehen. Alter, das war gerade wirklich knapp. Wow, 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 wow. Oh, da ist sie. Da ist Six. Oh, was? Oh, was jetzt? Oh. Los, komm schneller. Los. Okay, los. Geht nicht. Ihr habt doch, was soll ich denn noch machen? Oh Mann. Nimm die scheiß Axt, Mann. Los. Na los. Oha. Oha. Hoch, 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 hoch. Oha. Okay, den haben wir erledigt. Den haben wir abgewimmelt. Der ist doch noch grusiger als diese Frau damals auf dem Schiff. Wenn man eigentlich nicht so verkehrt, wenn er uns catcht, dann sind wir bei Six, ne? Dann könnten wir uns eigentlich quasi zusammen befreien von ihm. Na, war ja klar, dass der kommt. Los. Komm.
Alter. Nein. Nein. Boah. Wenigstens hat diese Stelle nicht verkackt. Sind wir im Zug oder was ist das hier? Das ist auch für ein Zugabteil, ne? Ja. Werden wir immer noch von ihm gejagt? Wie ausgesaugt. Und zack. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Wieso jagt er uns die ganze Zeit? Lass uns in Ruhe. Oha, der teleportiert sich sogar jetzt auch schon viel schneller als sonst. Mann. Hoch da. Jetzt müssen die Eingaben alle wunderbar klappen. Los, 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 los. Der teleportiert sich einfach durch. Hat er nicht irgendwann mal genug von uns? Boah. Jetzt richtig. Wie bitte? Das ist jetzt gefangen? Wie gemein ist das denn? Das ist ja fies. Vielleicht war das jetzt der entscheidende Moment. Los. Und tschüss. Edgy Badge. Bye bye. Ah, jetzt hätte der irgendwelche Kräfte, ne? Wir konnten uns von ihm befreien. Oh, wir sind verletzt. Die Fernbedienung ist auch hinüber und wir sind total angeschlagen, ja? Ja. Ja, wir haben uns sehr doll verletzt gerade. Kannst du noch mal weiterlaufen? Das ist eine Riesenleiter, die jetzt nach oben geht. Super. Na dann. Haben wir doch keine Angst davor, oder? Ich kann mich gar nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Gar nicht. Was ist denn da passiert? Ach krass. Wir haben quasi Superkräfte. Und wieder voll erwischt. Ich will meine Mütze wieder haben. Stopp!
Haben wir ihn jetzt eigentlich erledigt und kriegen wir eigentlich Six wieder? Oh, der ist schon ziemlich angeschlagen. Können wir jetzt die Lampen hier bewegen, aber ich weiß nicht genau, was das bewirken soll. Na? Wow. Wir haben uns quasi den Turm hin teleportiert, oder was? Wir sind sowas wie der Jedi-Ritter. Ah, okay. Ich sehe schon. Ja, wir haben jetzt diesen Typen besiegt. Wir sind auch anscheinend nicht mehr angeschlagen. Uns geht's gut. Und jetzt sind wir in diesem Korridor, den wir immer quasi im Fernsehen langgelaufen sind am Anfang des Spiels oder auch in mehreren Teilen des Spiels. Und ich würde sagen, was uns jetzt hier erwartet, das seht ihr in der nächsten Folge. Also würde ich sagen, mach's gut und bis bald. Ciao, ciao. Willkommen in der Endcard. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Like da. Ansonsten, wenn dir der Kanal auch gefällt, ein kostenloses Abo dalassen, würde ich mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.